Die Bundeswehr hat sich im In- und Ausland in den letzten Jahren hohes Ansehen erworben. Sie ist eine gut ausgebildete, gut ausgestattete Armee. Und ich bin der Überzeugung, dass im Bereich der Verteidigung jetzt ein Wandel notwendig ist. Es ist die Aufgabe der Bundeswehr, unser Volk und seine Lebensordnung zu schützen. Dies leitet sich aus dem Grundgesetz ab. Was der Bundeswehr fehlt im Augenblick, ist die Fähigkeit, den Ausbruch von Feindseligkeiten, den Ausbruch und das Entstehen von Feindschaft zu verhindern. Um aber unser Land vollkommen zu schützen, ist es notwendig, dass die Bundeswehr die Fähigkeit zur Prävention erhält. Dies kann sie zurzeit nicht leisten. Und damit ist sie im Augenblick in der Lage, die Sicherheitspolitik unserer Regierung nur zum Teil zu unterstützen. Denn Ziel der deutschen Sicherheitspolitik ist es, präventiv und ursachenorientiert an den Wurzeln der Konflikte anzusetzen, um zu verhindern, dass sie militärische Dimensionen erlangen. Wo liegen nun die Ursachen von Konflikten, auf die die Sicherheitspolitik abzielen soll? Wir können hierzu die Präambel der UNESCO-Charta heranziehen. In ihr heißt es, dass Kriege im Geiste, im Bewusstsein der Menschen beginnen und daher die Bollwerke des Friedens dort zu errichten sind. Mit anderen Worten ausgedrückt kann man auch sagen, dass immer dort, wo ein Mangel an Harmonie zwischen einzelnen Gruppen oder zwischen Nationen herrscht, Konflikte oder Kriege ausbrechen. Wenn es nun möglich wäre, Harmonie im großen Maße im kollektiven Bewusstsein zu erzeugen, dann könnte man die Ursachen für Kriege und Konflikte beseitigen. Ich habe mein Leben der Verteidigung gewidmet. Und ich habe mich auch mit alternativen Verteidigungsmöglichkeiten befasst und bin dabei auf die vedische Verteidigungsstrategie gestoßen. Diese Strategie verwendet Bewusstseinstechnologien, um systematisch im kollektiven Bewusstsein der Gesellschaft Kohärenz, Harmonie und Positivität zu erzeugen. Die Bewusstseinstechnologie, die dabei angewandt wird, ist die transzendentale Meditation mit dem yogischen Fliegen. Wenn diese Technologie von Gruppen angewandt wird, so erfahren diese eine tiefe Stille, eine tiefe Ruhe und sind dann in der Lage, den kollektiven Stress in der Gesellschaft aufzulösen. Sie kehren damit den Trend der Negativität um zu einem Trend zu Positivität und Harmonie. Und damit werden die Ursachen von Konflikten und Kriege beseitigt. Und zwar in der eigenen Gesellschaft, im Bewusstsein der anderen Nationen und wenn diese Gruppen groß genug sind, 8000 yogische Flieger sogar im Weltbewusstsein. Wissenschaftliche Feldversuche haben gezeigt, dass diese positiven Wirkungen eintreten. In Washington 1993 waren 4000 yogische Flieger für wenige Wochen eingesetzt. Und es ist ihnen gelungen, die Schwerstkriminalität in Washington D.C. um 18% zu senken. Und Kohärenz, Herzlichkeit und Harmonie werden die Negativität senken. Sie werden Feindschaft in Freundschaft verwandeln und das Entstehen neuer feindseliger Absichten verhindern. Und zwar in Deutschland, in den Grenzen unseres Landes und auch außerhalb unseres Landes. Nach dem vedischen Prinzip der Prävention, Heyam, Dukkham, Anagatam, wende die Gefahr ab, bevor sie entsteht. Die Geburt eines Feindes zu verhindern heißt, dem Land Unbesiegbarkeit zu geben und kämpfen ist dann nicht mehr erforderlich. Zur Bildung des vedischen Friedenskorps rufe ich die Jugend in Deutschland auf, sich diesem Chor anzuschließen. Das vedische Friedenskorps erzielt für die Sicherheit und die Verteidigung unseres Landes drei äußerst wichtige Wirkungen. Erstens, es schafft eine vollkommene innere Sicherheit, dadurch, dass die Ursachen für Kriminalität und Gewalt beseitigt werden. Zweitens, es errichtet einen Schutzschild aus Kohärenz, Harmonie und Positivität im kollektiven Bewusstsein der Bevölkerung, sodass negative Einflüsse von außen gar nicht in unsere Gesellschaft eindringen können.
Und drittens strahlen die yogischen Flieger Kohärenz und Positivität in das kollektive Bewusstsein der anderen Nationen hinein, sodass dort feindliche Absichten gar nicht erst entstehen können. Das vedische Friedenskorps aus 8000 yogischen Fliegern leistet damit eine äußerst wirksame Krisenprävention und zielt auf die Wurzeln der Konflikte, entsprechend dem Ziel der deutschen Sicherheits- und Außenpolitik. Das vedische Friedenskorps setzt im Bewusstsein an, und zwar dort, wo nach den Aussagen in der Präambel der UNESCO-Charta die Ursachen für Kriege und Konflikte zu suchen sind. Das vedische Friedenskorps wählt einen ganzheitlichen, kohärenten Lösungsansatz für die Verteidigung und es schafft die Voraussetzungen für Frieden und Stabilität in Europa und in der gesamten Welt. Ich appelliere an die Jugend in Deutschland, dem vedischen Friedenskorps beizutreten.